Jo, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Heute mal wieder mit dem Thema Social Media. Und mir ist da gestern was Stranges passiert, mal wieder auf Instagram, was ich euch mal ein bisschen genauer erzählen wollte. Gehen wir erstmal allgemein auf Social Media ein. Eigentlich macht man Social Media, damit man irgendwie eine Botschaft sendet. Man hat eine Botschaft für irgendwas, möchte eine Nachricht rausschicken, möchte ein Produkt bewerben, möchte eine bestimmte Leistung zeigen. Wir alle sind da auf dieser Plattform, auf diesen Plattformen, damit wir irgendwie irgendwas an niemanden weitergeben. Und das soll jeder irgendwie machen können. Finde ich auch cool. Schade finde ich es nur, wenn Leute das nicht so richtig ausschöpfen. Und wie ihr mich kennt mittlerweile, wisst ihr findet Sachen auf YouTube von mir, ihr findet auf Instagram Sachen von mir, ihr könnt bei Twitter irgendwas finden, bei Quora, bei Tumblr, bei. Ich habe überall eben ein Profil und schaue immer, dass die relativ aktuell bleiben. Teil dort meine Nachrichten, teil dort Dinge, die mich interessieren und jeder, der vorbeikommt, kann eben sehen, was ich mache. Und das ist voll wichtig, denn bevor ich mit jemandem in ein Gespräch gehe, finde ich voll wichtig, dass man rauspackt, was man macht, damit man anderen die Möglichkeit gibt, dass die selbst mehr über einen erfahren können. Social Media funktioniert ja insgesamt nur, wenn eben die Leute Dinge rausstellen, jeder eben seine Nachricht rausstellt und man so mehr miteinander teilen kann. Schade ist es nur, wenn eben nur ein kleiner Teil was rausstellt und sich da Gedanken macht und andere überhaupt nicht. Nun, ich komme heute auf dieses Thema, weil ich vor kurzem eine Nachricht bekommen habe. So, ich habe vor kurzem eine Nachricht bekommen und zwar von einer Sono 8686 bei Instagram. Angeschrieben hatte sie mich eben hier, wie ihr sehen könnt, mit: Hey, darf ich dich etwas fragen? Du wurdest mir empfohlen von der Angry Wife Comic. Und ich schreibe darauf: Hey, das ist aber schön, wie heißt du? Und was darf ich dir denn erzählen? So, das erste, was ich gemacht habe, war, ich gehe also auf das Profil von ihr, ich schaue nach, sieht aus, als wäre das ein sympathischer Mensch. Zumindest teilt sie auch hier Inhalte von sich. Solche Inhalte finde ich irgendwie ziemlich anstrengend, finde ich nicht so cool. Allgemein Sprüche und Texte finde ich einfach immer sehr, sehr unpersönlich, weil das einfach jeder macht. So. Und ja, dann fand ich ganz interessant, dass eben hin und wieder ein paar Bilder von ihr zu sehen sind, dass sie etwas von sich teilt. Daraufhin als Antwort einen Tag später: Guten Morgen, wir möchten Menschen mit denselben Interessen verbinden, sei es geschäftlich zum Networken oder auch privat für ein Date, um Freundschaften zu verknüpfen oder nur zum Smalltalk. Wenn du diese App Klei downloadest und auf Instagram Klei App folgst, würde ich mich freuen. So, nun kommt die eigentliche gute Frage: Wie geht es dir? Da wäre ich aber ein bisschen vorsichtig. Sowas ist eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man das insgesamt immer zuerst stellt, weil sonst hat man überhaupt gar kein Interesse. Und ich fand dein Profil sehr interessant. Da dachte ich mir, vielleicht könntest du mit der App, den wir entwickelt haben, zum Gebrauch machen. So, alles cool. Nun mache ich als nächstes, klicke ich also auf Klei App und ich komme hier an. Und es sind einfach nur 6 Posts zu sehen, ja. Also zum Vergleich, ich habe 660 oder 668. Die Person, die mir geschrieben hat, hat 49 Beiträge. Ihr letzter Beitrag ist vom 30. April, also sie kümmert sich auch nicht so aktiv um ihre Social Media. Weil der Eintrag, der letzte Eintrag von der Klei-App, ist eine Woche her. Dann wieder 16. Mai, 4. Mai, 1. April, 25. März, 6. März. Und was jetzt schauen wir uns kurz mal an, was Klei-App denn alles zeigt. Gut, hier ist also anscheinend. Ja.
So, also im ersten Post anscheinend nochmal irgendwie erklärt, dass es gut wäre, dass Menschen interagieren. Hier wird gezeigt, wie das Video geschnitten wird von dieser App. Hier nochmal ein kleines lustiges Video über irgendein Meeting. Hier nochmal ein ganz lustiges Video über irgendwas. Hier ist nochmal einfach irgendein Video, was aber auch nicht die App beschreibt. Hier ist das Logo. So, dann habe ich mir die App mal ganz kurz angeschaut, habe also hier diese App runtergeladen, habe dann gesehen, hier Treffen statt Tippen. Es geht also hier um Networking, Smalltalk, Freundschaften und Beziehungen. Gut, es ist einfach wieder eine Tinder-App, es ist einfach wieder eine Dating-App. Am Schluss geht es da genau so um wahrscheinlich nur das eine. So, also gehen wir nochmal zurück. Ich habe also die Nachricht von irgendjemandem bekommen zu irgendeiner App, die ich nicht kenne. Und ich gehe also auf den Instagram-Account und ich sehe, dort sind nur 6 Posts. Und allgemein sind insgesamt einfach viel zu wenig Posts für ein völlig neues Produkt, was es anscheinend noch nicht gibt. Und dann wurde ich weitergeleitet, dass ich mir doch die App holen soll und vielleicht den Account folgen soll. Und dann habe ich gefragt, warum sich die Leute nicht etwas mehr Zeit nehmen, einfach Inhalte zu erstellen, bevor sie einfach irgendwelche Leute anschreiben. Denn wenn ich nichts dort sehe, brauche ich A, nichts runterladen und dann folge ich auch diesem Account nicht, weil ich ja weiß, die werden sowieso nicht viel posten. Ich fand es sehr schade. Die Person, die mich angeschrieben hat, hat dann direkt gemeint, sie würden ja schon Videos machen. Das ist dann immer die beste Ausrede, weil wenn man Videos macht, hat man keine Zeit zum Schreiben. Also würde ich einfach weitergeben. Es wäre super gut, wenn ihr schon eure App bewerbt, dass man einfach halt Videos macht, dass man Screenshots macht, dass man die zeigt, dass man Leute sieht, die kurz darüber reden, was in dieser App passiert, aber nicht Leute, die irgendwie versuchen, Späße zu transportieren, sondern versucht erstmal Informationen zu transportieren und nicht irgendwelche Insider, die ihr Büro lustig findet, sondern macht bitte einfach mindestens Screenshots. Sucht bitte gute Hashtags, sucht bitte erstmal einen Weg, Instagram zu benutzen und eure App in Instagram reinzukriegen, bevor ihr irgendjemand anschreibt. Und warum ich genau dieses Thema anpacke, ist, ich habe früher genau dasselbe machen sollen. Wir haben bei der Firma, bei der ich gearbeitet habe, ein Spiel fertig gemacht, wir haben die Social Media gemacht und auf einmal sollten wir anfangen, Leute anzuschreiben. Ich habe also die ganze Zeit irgendwelche Leute angeschrieben mit irgendwelchen angefertigten Texten von mir, die ich halt mir überlegt habe, habe die denen geschickt und musste dabei merken, wie unpersönlich diese ganze Sache ist. Ja? Von den meisten Menschen, die ich dort damals angeschrieben habe, habe ich mittlerweile niemanden mehr, bis auf, glaube ich, eine Person, mit der ich immer noch Kontakt habe. Ich finde es sehr, sehr schade, wenn man sich da nicht die Zeit nimmt, dass man Social Media richtig nutzt. Es ist in Ordnung, wenn man es halt auch geschäftlich nutzt, als auch eben privat, aber versteht einfach, dass hinter diesen Social Media Accounts Menschen sitzen. Und irgendwie sollten wir uns alle klar machen, dass wir alle irgendwo wollen, dass unsere Message rauskommt. Ich möchte, dass die Welt sich verändert, dass sie sauberer wird, dass Menschen aktiver werden und kreativer und so. Das ist meine Message. Deswegen stelle ich Inhalte raus. Und wenn Leute kommen, ist es auch voll in Ordnung, dass die von ihren Sachen reden und mich darauf hinweisen, dass es das gibt. Und nun vielleicht noch ein kleiner Ratgeber, wenn ihr schon ein Produkt habt und ihr unbedingt Werbung auf Social Media machen wollt, dann werdet ihr Folgendes machen. Ihr werdet nicht erst anfangen, über das Produkt zu posten, wenn es schon da ist, sondern ihr werdet einfach ein Jahr davor eure komplette Entwicklung in Social Media stecken, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Jeder im Team fängt an, sich einen Account zu machen und sich zu überlegen, welche Informationen er teilen könnte, was er für die App gemacht hat, wie er versucht hat, die App weiterzubringen. Und das macht man dann die ganze Zeit, bevor die App schon released wird. Und wenn sie dann released wird, haben ganz viele Menschen schon ein Jahr lang gesehen, was passiert ist. Die meisten Menschen denken aber immer, man würde ihnen dann was klauen. Und die haben dann Angst, dass jemand anderes die App macht. Und dass jemand anderes eine bessere Idee hat. Und ja, das könnt ihr gleich vergessen, denn die meisten, die stellen nichts auf Social Media raus. Die meisten haben genau die gleichen Ängste. Und am Ende habt ihr nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil von Menschen, die irgendwas jemals klauen werden.
weil die meisten machen es sowieso nicht. Genau wie viele eben nicht mal ihren Social Media machen. Auch mal an euch weitergegeben, wenn ihr merkt, da sind Leute, die kommen auf euch zu und schreiben euch an, weil die wollen einfach nur Werbung für ihr Produkt machen. Bleibt da nicht zu zurückhalten, geht mal drauf ein und gebt den Leuten bitte mal Feedback, denn ich glaube, viele geben einfach gar kein Feedback oder schreiben gar nicht zurück. Und diese Menschen, die wissen ja auch vielleicht nicht, wie man Social Media richtig nutzt. Und vielleicht würden die das merken, wenn man ihnen einfach mal sagt, dass man das irgendwie komisch findet. Wenn die aber nicht wissen, dass man es komisch findet und die keine Antwort bekommen, dann können die auch nicht dazu lernen. So, und deswegen hätte ich gesagt, lasst uns alle mal ein bisschen mehr Feedback geben und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde.